Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir kommen da gleich an dieser kleinen Insel an. Da würde ich eben gerne die beiden Bäume da mitnehmen. Den da will ich auch noch mitnehmen. So, ich hoffe, da ist ein bisschen nur ein Holz. Toll. Hat sich gelohnt. Aber damit müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Oder was ich auch mir überlegt habe, ist vielleicht einfach hier eine Leiter hochzumachen. Daran vielleicht mal schauen, ob das auch funktionieren könnte mit dem, dass man Boden dran macht. So dass wir dann da diese zwei. Toll. Okay, komm. Jetzt muss es aber klappen, oder? Den nehmen wir auch noch so mit. Komm. Ein bisschen warten. Dann haben wir zwei auf einen Schlag. Nice. Und den da will ich noch. Na, kann sein, dass wir zu weit nach rechts geworfen haben, oder? Nee, perfekt. So, was ich vorhin sagen wollte, dass wir hier eine Leiter machen und dann so nach links und rechts nochmal zwei Böden. Wo wir dann die Dinger hier hinpacken können. So links und rechts dann daneben. Oh, wir sind schon an der Insel. Schnell runter. Anker werfen. Sonst schwimmt gleich unser Schiff ohne uns weg. Wo ist Boris? Okay, kein Boris. Das ist gut. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Rote Blumen brauchen wir momentan nicht. Schwarze Blumen, ja, brauchen wir momentan jetzt erstmal auch noch wenig. Oder relativ wenig, sage ich jetzt mal. Nein. Also, übrigens. Das und das weg. Okay, kein Boris. Immerhin. So, dann können wir weiter. Was haben wir hier Schönes eingesammelt? Immer ein paar Planken. Hat er nichts Neues eingesammelt? Ich dachte, er hätte jetzt was Neues eingesammelt. So, dann schmeißen wir das nochmal weg und das auch nochmal. Und dann schauen wir jetzt nochmal nach der Leiter. Achso, erst einmal Nägel. Nee, hier waren die nicht, aber wir können das schon mal wieder hier reinpacken. Kokosnüsse haben wir genug. Seil hier rein. Ich glaube, die Dinger lag. Falsche Truhe. Die Dinger lagern wir auch erstmal wieder hier ein. Also, die Nägel. Jetzt habe ich die Nägel wieder vergessen. Wir versuchen das jetzt erstmal vielleicht mit der Leiter, nur mit der Leiter. Wenn wir den hier bauen, ist das hier die? Nein. Dann muss das hier. So. Und schauen wir uns jetzt noch mal so an, ob das so funktioniert. Nee. Dann
jetzt noch mal nach dem Boden schauen. Ich würde vielleicht sagen, eher so weit in der Richtung. Ich kann da jetzt keinen Boden hinbauen. Aber ich kann sowas hier dran machen. Okay. Jetzt brauchen wir aber noch mehr Holz und Nägel. So, Nägel. Wird erstmal reichen. Und dann hier so zwischen. Das wird funktionieren. Dann nochmal so. Und so. Jetzt haben wir nicht mehr genug. Doch, hierfür haben wir noch genug. Ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig geile Idee gerade. Aber dafür brauchen wir wieder Nägel. Und Holz wird auch nicht mehr reichen dafür. Ah? Wir haben wieder was. Wie viel Holz haben wir jetzt? 16. So, dann machen wir noch mal ein bisschen was. Ah, nein, nicht runterfallen. Also, jetzt brauchen wir die Dinger für die Seite einmal und für die Seite. Dass wir dann hier. Toll. Dass wir. Nein, ich will das einmal so haben. Dann spiegeln. Dann so. Ach. Ah, perfekt. Perfekt gespiegelt. Dann brauchen wir hier auch nochmal, wofür wir kein Holz mehr haben. Aber dann können wir das nach da oben hinpacken. Nach dahin. Nein, nicht runterfallen. Okay, funktioniert nicht so, wie ich das mir erhofft habe. Dann packen wir den vorsichtshalber erstmal doch wieder dahin. Für den Anfang. Und holen uns von da nochmal das Holz. Bevor wir die Insel da jetzt verlieren. Ja, Boris, ich weiß. Du hast mich zum Fressen gern. Ja. Danke, Boris. Okay, diesmal hat er mich nicht erwischt. Autsch. Ja, das wird ein gefährlicher Rückweg. Oh, hier gibt es sogar ein bisschen mehr Holz. Nice. So, und dann können wir erst einmal die Scheiße wegschmeißen. Es sind sogar 4 Bäume hier. Das finde ich jetzt krass.
Für so eine kleine Insel? Okay, hier unten ist nichts mehr, also nach da oben. So, man kann das nochmal weg. Die können wir eben schnell essen. Die Kokosnüsse können wir auch eben essen. Das kann weg. Komm, die Ananas essen wir auch gleich. Gibt es hier noch mehr Früchte zum Essen? Ich will zumindest die Hungeranzeige loswerden. Also das Hungergefühl eher. Was war das? Ach, rote Blume. Ja, komm, hoch. Okay, will er nicht. Egal, dann schwimmen wir mal da wieder rüber. So, und da hinten ist Boris. Der wird uns gleich sehen. Der, ja, jetzt macht er Jagd auf uns, ja. Aha. Okay, komm. Wir können gehen. Wir können gehen. Haben wir hier noch irgendwas? Planken jedenfalls, ja. Oh, da war ein heftiger Ruppler. Oh, geil. Okay, was war das denn jetzt? Dass es so heftig jetzt geruckelt hatte, das war mir neu. Dass sowas auch passieren kann. Ja, vielleicht liegt es eher daran, dass bei mir hier jetzt nebenher auch noch die vorherige Folge noch am Rendern ist. So, ne, ich wollte hier jetzt den hier wieder machen. So, dahin. Genauso wie hier. Dann jetzt einmal. So. Ja. Hallo. Da. Und hier. Dann kann hier jetzt wieder die Treppe. Die Leiter nicht runterfallen. Okay, einfach ist das nicht. Aber jetzt sind wir hier oben, immerhin. Dann brauchen wir jetzt wieder das und das. Und dann hier nochmal den. Da gibt es wieder Holz. Ah, gut aussehen tut's nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber besser als gar nicht. Also besser als gar nichts. Ja, aber wir können jetzt gleich wieder Holz holen. Ja, sieht auf jeden Fall in Ordnung aus. Dann das gleiche nochmal auf der Seite. Oh, die Melli spielt jetzt The Quarry. Schöne Grüße auf jeden Fall. 101 Tage schon. So, dann parken wir einmal. Ah, eine Planke fehlt. Damit wir uns eine neue Axt bauen können.
Für die Axt brauchen wir noch Schrotte. Achso. Die haben wir. Eine einzige Planke fehlt noch. Die haben wir jetzt nicht in den Netzen. Da ist aber eine. Nein, Boris, nein. Und er hat mich trotzdem noch erwischt. So. Neue Metallaxt. Wir wären soweit. Beziehungsweise wir müssen noch eben schnell Kartoffeln essen. Jo, vor uns direkt so viel Holz. So. Aua. Okay, hier erwischt er mich nicht mehr. Wäre doof, wenn doch. Das kann auch erstmal weg. Na, schauen wir mal, wie wir gleich das weiter ausbauen, auch nach oben hin. Aber von der Größe her, was unser Schiff ist. Was könnte man dazu sagen? Ist das schon eine Brig? Ist das noch ein Kutter? Oder also was zählt das dann von der Größe her? Ich bin mir da nämlich nicht sicher, weil ich mich. Jetzt hat Heribert uns erwischt. Autsch. Okay, schnell nach da oben. Oh, und ich laufe noch genau vor die Füße. Kann denn nicht jemanden anderen auf den Nerv gehen? Wo ist er denn? Ach, da! So. Schnell hier rein. Ich glaube, hier kann er mich nicht erwischen, oder? Schnell die Höhlenpilze auch noch mitnehmen. So, weg damit. Halmsamen. Haben wir noch irgendwas weggeschmissen aus Versehen? Ne. Was können wir denn wegschmeißen? Das können wir wegschmeißen. Das. Das können wir essen. Die können wir essen. Die können wir essen. Dann haben wir gleich wieder ein bisschen Platz. Wo ist Heribert? Der müsste jetzt irgendwo da hinten sein. So hoffe ich zumindest, dass er da hinten wieder ist. Das heißt, er wird uns von da aus erstmal nicht in die Quere kommen. Oh.
Und den hier noch. So viel Holz. Ich glaube auch wirklich, die wichtigste Ressource in dem Game ist wirklich Holz und Metallbarren. Okay, Titanenbarren soll es ja auch noch geben, aber ich habe keine Ahnung, wie man die kriegt, wofür man die dann alles braucht und so. Also für was alles. So, die beiden tauschen mal die Plätze. So, dann kann das weg, das weg. Dann müssen wir gleich uns einen Weg nach oben suchen. Weil oben sind auch noch viele Bäume. Und hier ist noch einer. War aber auch klar, dass Gulliver schon auf uns aufmerksam ist. So. Wo sind die anderen Bäume? Ah, zu spät reagiert. So, dann jetzt hier nochmal oben. So, hier müssen wir hochgehen, ne? Gulliver, der holt sich jetzt wieder einen Stein. Wo ist er denn? Da. Perfekt. Ach nein, Heribert. Ah. Ausgerechnet jetzt. Okay, ich hoffe, der kommt jetzt nicht mehr hoch. Autsch. So, dann sind wir jetzt endlich hier oben. Fangen wir erstmal mit dem hier an. So, komm. Autsch. Ah, da haben wir wieder eine Kiste. Nice. Wieder sehr viele Rohstoffe. Wo ist Gulliver? Okay. Scheint anscheinend nicht da zu sein. So, was können wir wegschmeißen? Das können wir wegschmeißen. Das kann weg. Glaub, nochmal irgendwie was anderes werden wir nicht nochmal kriegen. Aber wir können nochmal die Kokosnüsse schnabulieren. Und dann die Hungeranzeige mal wieder voll ist. Aua.
Komm, hoch. Natürlich, wieder die Palmblätter. Hier ist ja noch eine Kiste. Immerhin schmeißt er die Palmblätter weg. So, Kokosnüsse, Mangos. Ja, der schmeißt die richtigen Sachen weg. Immerhin. Aber noch mehr Holz sehe ich jetzt nicht. Nö, ich sehe nichts mehr. Jetzt einmal gucken, wo ist unser Schiff? Auf welcher Seite? Da. Das wird sehr gefährlich. Vor allem, weil auch Heribert da unten ist. Ganz gefährlich, ganz gefährlich. Okay, aber es funktioniert. So, schnell hier runter. Jetzt muss er einen Umweg nehmen, der Heribert. So, und zurück aufs Schiff. Also das ist nur Plastik. Wo ist Boris? Oh, da ist er schon und hat uns schon im Visier. So gehört sich das. Nice. Ganz schnell nach oben. Damit wir von der Insel hier mal wegdrehen können. So, und dann würde ich sagen, den weiteren Ausbau hiervon machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, genauso wie das Einlagern. Und dann machen wir uns gezielt auf die Suche nach diesen Bubblefischen. Keine Ahnung, wie die jetzt hier heißen. Kugelfische oder sowas. Diese Explosiven. Dieses Sprengpulver haben. Damit wir unsere Munition für den Netzwerfer bauen können. Damit wir auch endlich mal an Wolle kommen. Und ein bisschen hier auch Dreck verteilen können. Wir müssen aber noch ein bisschen weiter drehen. Und sonst bleiben wir gleich wirklich an der Insel hängen. So. Ja, die Lösung hierfür machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.